Willkommen zurück, Leute, zu Twilight Princess. Wir befinden uns im Feuerberg oder kurz vorm Feuerberg, auf dem Feuerberg. Ich habe keine Ahnung. Und ja, es geht jetzt darum, die Goronen zu own. Ja. Würde. Wow! Ich habe nur gerade gesehen, was für ein Riesenschatten kommt da auf mich zu und will mich zermalmen. Was soll ich tun? Verdammt, das ist ja mal wieder unheimlich. Wahrscheinlich eine Art traditionelle Begrüßung am Feuerberg. Ja, wahrscheinlich. Ich brauche Energie. Und die Goronen sind fiese Typen. Okay, aber wir müssen irgendwie an Energie kommen. Ja, ungefähr so. Genau das habe ich mir gedacht. Lass los, Link. Wir wollen erst... was wollte Midna denn da von mir? Ich bin kein Wolf. Und ich habe auch nicht die Möglichkeit, mich einfach so in einen Wolf zu verwandeln. Eigentlich nicht. So muss ich hier überhaupt hoch? Nein. Denn von da komme ich. Ja. Ihr wisst ja, Trottel und so. Kommt mal vor. Ah, Midna hier. Midna will mir hier was erzählen, okay. Diese Goronen vorhin, die sind doch einfach auf dem Rücken eines Kameraden gestiegen und haben sich hochschleudern lassen, oder? Vielleicht könntest du ja auch auf den Rücken von diesen zusammengerollten Goronen dort steigen. Welchem? Kann ich da hoch? Da kann ich hoch, Leute. Da kann ich hoch. Wow, 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 wow. Es wäre jetzt nett, wenn du einfach dahin gehen würdest, Link. Danke. Mann, du bist wieder so gnädig. Was ist das? Was ist das? Was ist denn das? Leute? Das ist auf jeden Fall das Zeichen von diesem... Ja... Wie nannte man die? Die waren in Ocarina of Time, die ersten drei Tempel. Muss ich dich vielleicht echt own? Ja, muss ich. Und dann? Kann ich da drauf? Und dann schießt du mich hoch! Bam! Oh, das war aber cool. Eine mächtig coole Rolle, die du da hingelegt hast, Link. Schön. So, und... Boah, für einen Rubin, diese Arbeit, ne? Es ist lächerlich. Seien wir mal ehrlich. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Mein Gefühl sagt mir hier nicht. Okay, ohne die Stiefel geht's nicht. Ohne die Stiefel geht es nicht. Ja, wie macht man das denn? Jetzt hat's geklappt. Keine Ahnung, warum es genau jetzt geklappt. Nee, ich will erst... Ich glaube, da gibt's Energie hinten. Boah, sind das Arschlöcher, die Goronen. Hammer. Ein blauer Rubin. Er ist 5 Rubine wert. Meine Güte, ich mach den dritten Part am Stück. Und jetzt das erste Mal 5 Rubine gefunden. Oh, ihn! Oh, ihn, Link. Oh, ihn. Ich weiß nicht genau, wie. Ich weiß nicht genau, wann... Ich weiß nur, das ist blöd. Die Sache mit den Goronen nervt jetzt schon. Gut, dass das bald ein Ende hat. Ich meine, wir müssen da noch ganz hoch, klar, aber... Na, Freundchen? Du hast auf ein Tänzchen? Ja? Nein? Sobald er mich einmal geschlagen hat, geht's. Ganz komisch. Ganz komisch, aber vorher geht's nicht. Und das da drauf, klappt auch mehr oder weniger nur. Ja, willst du vielleicht drauf gehen, Link? Nein, kein Bock. Rollen. Nö, will er nicht. Okay, dann heißt das für mich, da soll ich nicht hoch. Keine Ahnung. Werd fertig. Hört das nicht auf? Nein, das hört nicht auf. Erst wenn ich da... Ja, keine Ahnung, ey. Wieso konnte ich auf den nicht drauf? Ich muss auf ihn drauf. Ich weiß es jetzt. Kann ich das vielleicht blocken? Ich weiß nicht. Jetzt geht er. Ah, hat mit A-Drücken gar nichts zu tun. So, so. Ja, ja, ich sehe schon wieder die Kommentare. Hast du das nicht gemerkt? Willst du mich verarschen? Okay, ich weiß, wie ich da theoretisch durchkommen kann. Boah, das ist mit Energieverlust behaftet. Oder auch nicht.
Ach, dann kann ich da hinten doch lang. Wisst ihr was? Dann gucken wir uns das da hinten erst an. Ja. Oh, oh, dumm. Ja, oder so. Ich will nämlich hier die Energie haben. Oh, wir haben so viele Rubine ausgegeben, dass so eine kleine Schatztruhe oder sowas könnte da doch schon Wunder bewirken. Viel zu früh. Weil da ist es sowieso egal. Wo geht's denn hier hin? Hier waren wir doch schon mal, oder? Als Wolf? Als Wolf waren wir hier schon mal. Aber was waren da? Nichts. Schön. Dafür die Arbeit. Naja, gut. 5 Rubine. Ist ja nicht so, dass wir nicht in diesem Spiel noch genügend Rubine kriegen würden. Ich weiß immer noch nicht, wie ich die Taschen bekomme. Oder weiß ich es doch und erinnere mich gerade nur nicht. Kann auch sein. Also, damit meine ich Rubinentaschen. So Portemonnaie-mäßig. Ein Kumpel von mir hatte mal vergessen, wie man Portemonnaie schreibt. Und wollte eine SMS schreiben und hat dann Geldbörse geschrieben. Geldbörse. Ja, irgendwas mit meiner Geldbörse. Ja, das mag jetzt dämlich rüberkommen, aber in dem Moment fand ich das lustig. Warum auch immer. Ich meine, wer schreibt denn Geldbörse? Ich bitte euch. Bitte so ein bisschen. Nicht, dass du mich da gleich ins Abseits schießt. Ich hätte gar keinen Bock drauf. So, das klappt doch wunderbar alles. Warum war denn da dieser Weg und warum war der versperrt, wenn da nichts ist da hinten? Das ist doch lächerlich. Was soll denn... Wow, Freundchen. Vergiss es. Tschüss. Okay, ich weiche den lieber aus, was nicht geht. Alles klar. Ich wollte jetzt ausweichen, weil ich keine Lust habe, jetzt 47 Goronen hier aufzuhalten. Aber werde ich wohl müssen. Ich dachte, du würdest jetzt vielleicht nicht mehr reden. Komm, ich bin so weit gekommen. Das muss ja wohl Gründe haben. Okay, ich kann das Ganze abblocken. Mit dem Schild. Ja, ich bin... In Zelda-Spielen war ich noch nie jemand, der das Schild benutzt hat. Muss ich gestehen. Tschüss. Sollte ich mir vielleicht mal angewöhnen. Habe ich mir dann in Skyward Sword zum Schluss beim letzten Endboss, der mir sehr, sehr leicht fiel und auch jemand geschrieben hat, wie kann denn der Endboss so leicht sein? Das ist ja der Wahnsinn. Eigentlich ist der gar nicht so leicht. Der ist nur so leicht, wenn man wirklich weiß, wie es geht und es einigermaßen drauf hat. Oh ja. Naja. Okay, die wollen uns ownen. Die wollen uns richtig ownen. Schluss jetzt! Dieser Kerl ist sowas von stark, gegen den habt ihr nicht mal alle zusammen eine Chance. Ist das so? Ich bin einer der Ältesten der Goronen. Man nennt mich Don Corone. Zurzeit führe ich anstelle unseres Oberhauptes Grogor die Goronen an. Kommst du aus dem Dorf am Fuß des Berges? Dass du es bis hier geschafft hast, eine beeindruckende Leistung für einen Menschen. Aber... Hier beginnt der für unser Volk heilige Ort. Wir können nicht zulassen, dass Fremde ihn entweihen. Wenn du unbedingt hier durch willst, musst du mich schon im Kampf besiegen. Willst du das wagen? Moment, ich muss jetzt erst einmal Nein sagen. Denn ich habe die Stiefel noch nicht an. Hey, ihr da! Der Herr mit der Zipfelmütze möchte jetzt gehen. Zeigt ihm doch bitte den Ausgang. Jetzt will ich's wagen. Was gibt's denn jetzt schon wieder? Willst du das wirklich? Du wagst es tatsächlich noch einmal mit mir zu kämpfen? Also eigentlich haben wir noch gar nicht miteinander gekämpft. Na gut, du willst es ja nicht anders. Dann kämpfen wir eben. Finde ich blöd. Ich wollte ihn im First Try. Aber für ihn ist es jetzt schon der zweite, der bescheißt. Das war sowas von klar. Der lässt sich nicht ownen. Wie weicht der aus? Wie kann ich ausweichen? Ich weiß nicht, wie ich ausweichen kann. Aber ich werde es nochmal versuchen. Also wir packen den locker irgendwann. Aber muss ich vielleicht einfach nur im richtigen Moment nach rechts drücken oder so? Dann... Oh, du willst es. Was gibt's? Keine Chance, Mann. Willst du ihn wieder auf den Sack geben lassen? Na gut.
Warum auch nicht? Ich glaube nicht, dass der so reden wird. Aber... Ah, fuck, ey. Ich versuche jetzt mal auszuweichen. Ich versuche jetzt mal So geht das also. Einfach nur im richtigen Moment nach rechts drücken. Oh, fuck, das war natürlich nichts. Das war natürlich nichts. So. Shit. Shit. Und tschüss. Mist. Aber wir versuchen es natürlich weiter. Kein Problem. Denn wir sind mutig genug, es weiter zu versuchen. Das wollte ich nicht. Ich wollte gar nicht auf die Hängebrüste gucken. Oh, was gibt's? Ja. Komm. Ein weiterer Versuch, alter Mann. Ich lerne es noch nie. Nein. Ich weiß jetzt aber, wie der Kampf funktioniert. Von daher rechne ich mir ganz gute Chancen aus. Und ausgewichen. Und Gas geben. Und nochmal Gas geben. Und nochmal. Nein. Da hat er mich, da hat er mich, da hat er mich. Und jetzt weichen wir einfach nach links aus. Und packen ihn. Und jetzt weichen wir nach... Nein. Kriegen wir einen drauf. Ich weiß, dass ich, egal was ich mache, er wird auf jeden Fall... Oh, das war gut. Das könnte es gewesen sein. Oder auch nicht. Bam, da hast du ihn. Oh, das war's. Das war's, Mann. Don Corone, gebaden. Alle Achtung, du bist gar nicht schlecht. Soll ich dir etwas zeigen? So hätte er das bestimmt auch nie gesagt. Du hast es sicher schon bemerkt, oder? Unser Berg spuckt unaufhörlich Feuer. Als es unsere vier Ältesten zum ersten Mal auffiel, haben wir uns gleich mit unserem Oberhaupt Grogor die Sache angesehen. Wir mussten doch den kostbaren Schatz retten, den uns die Lichtgeister anvertraut hatten. Grogor wollte ihn an sich nehmen, aber gleich nachdem er den Schatz berührt hatte, wurde er in eine widerliche, abnormale Kreatur verwandelt. Dann fing er an, willkürlich herumzutoben. Er war völlig verwirrt und die Vulkanausbrüche wurden noch viel schlimmer als zuvor. Mit äußerster Kraftanstrengung haben wir ihn im Innersten des Berges eingekerkert. Es ist beschämend, das zu sagen, aber mehr konnten wir einfach nicht tun. Bitte, du musst Grogor helfen. Sicher waren es die Lichtgeister, die dich hierher geführt haben. Ich, Don Corone, bitte dich in aller Demut, unserem Volk zu helfen. Hey. Ihr, lasst den Jungen passieren. Tja, Leute, dahinter befindet sich die Goron-Mine. Der zweite Tempel, sozusagen der Feuerdämpfel. Na, Kumpel? Wie sieht's aus? Na, Mucken? Nein. Okay, ja, würde ich sagen, den schauen wir uns im nächsten Part mal direkt an. Bis dann und ciao.